Disney Boss Baby im Disney Channel. Danke für euer Kommen. Ich wohne hier. Ich habe Stacy gebeten, den neuen Konkurrenten zu durchleuchten. Danke, Sir. Seht euch das Baby an. Es ist süß und zum Abknutschen. Alle Menschen lieben Babys. Deshalb sind wir die Nummer 1. Aber seht ihr den Welpen? Er sehnt sich auch nur nach Liebe. Macht ihn das etwa zu unserem Feind? Ja, und deshalb haben wir Puppico platt gemacht. Ja. Großes Kino, Stacy. Ich fühle mich unwohl bei diesem Meeting. Aber wenigstens waren die Welpen ein Feind mit Ehre. Seht euch das Kätzchen an. Es will eure Liebe einzig und allein, damit ihr eure Deckung fallen lasst. Krallen! Blutvergießen! Anarchie und Terror! Das Ende der Welt! Danke. Warum besitzen wir dieses Buch? Also gut, Einsatzteam. An erster Stelle steht jetzt Informationsbeschaffung. Wir müssen rausfinden, wer dieser Kater Calico ist. Jimbo, Stacy, klappert die Katzentreffpunkte ab. Koi, Teiche, Gassen, den Wollladen auf der 7. Schon unterwegs. Ja, Boss. Und ich kann Mom und Dad um Hilfe bitten. Lässt du Mami und Daddy denn wirklich alle Probleme für dich regeln? Ja. Irgendwann musst du mal erwachsen werden. Deine Eltern können nicht ewig für dich da sein. Oh, der arme kleine Kerl. Er sieht aus wie ein kuscheliger, zitternder Pantoffel. Nein, 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 nein! Er lag vor der Haustür. Er hat sich wohl verlaufen. Das ist ja seltsam. Auf dem Schild steht nicht, zu wem er gehört. Da steht nur Gaga. Komischer Name. Das ist an mich adressiert. Das Namensschild ist in Babysprache verfasst. Und? Was steht da? Wie heißt der Kater? Kater Calico. Die einzige Frage, die noch bleibt, ist, warum ist dieser schleimige Kater Calico in meinem Haus? Antwort: Es handelt sich hier um den klassischen trojanischen Kater. Raus mit dem Baby, rein mit dem Kätzchen. Der kleine Kater versucht, mich von innen heraus zu sabotieren. Was? Du kommst zu spät zur Arbeit und ein kleines Kätzchen hat deine Familie unterwandert? Du bist nicht nur kein Boss, du bist nicht mal ein gutes Baby. Rufst du an, weil du Hilfe von einem echten Führungsbaby brauchst, das nicht so verweichlicht ist wie du? Weil ich nämlich so eins bin. Nein, ich rufe nur an, damit du dich auf meinen atemberaubenden Sieg vorbereiten kannst. Und um das letzte Wort zu haben. Jimbo. Das letzte Wort? Oh, Jimbo, du solltest das ausschalten, bevor... Nein, nein, dafür ist es zu spät. Ah, was soll's. Wir kennen die Aufgabe. Mann gegen Kater mit einem würdigen Gegner. Jetzt wird das Baby allen beweisen, dass es immer noch der Boss ist.